Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde CSGO Matchmaking auf Mirage. Mit Blümchen. Oh nein, alle K.O. Oh, die sitzt da noch. Hoffentlich ist das Team cool. Hallo Team. Hallo. Ja, sprecht. Ja. Sprecht! Yes, was? Nein! Let's go. Warum spricht nur einer? What the fuck? Das kann ich nicht einsehen. Nein. What? Alter, wie er die Leute wegdrückt mit den One-Clicks des Todes. Nice. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Es war einfach so... Puh! Da. Spot ist clear, guys. Hier, Molly für euch, ja, Würste. Wo, für was hat er gelegt? Ah, ich kann jetzt nicht gucken. Ich denke für Ports. Ich denke, dass er ein Kitchen ist. Ach, du. Wusste ich's doch, du altes Lord. Wieso Kinder? Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Okay, ja. Yeah. Ja, der eine spricht auch. Elixier, du bist mein Schatz. Aber nur für die Runde jetzt halt, solange du sprichst. Danach nicht mehr. Die Bombe kommt nicht mit. We're gonna get the bomb, guys. Ist ein bisschen dumm, weil B ist jetzt schon die ganze Zeit frei und die Bombe wurde hinten bei Mitte gedroppt, obwohl wir gesagt haben, wir gehen B. Incoming, incoming. Cover me, please. Ja, ja, flash da noch rein. Mann, was für ein geiles... Also, das Teamspiel ist mittelgeil. Ich wollte gerade sagen, was für ein geiles Teamspiel. Es ist nicht perfekt. Auf keinen Fall perfekt, weil die Bombe wurde Mitte gedroppt. Wir haben B angesagt, drei gehen Mitte, nur zwei gehen B. Beziehungsweise, ich bin ja dann auch kurz auf Mitte gegangen. Aber scheinbar läuft es bei den CTs noch schlechter. Die zerfallen komplett. Smoke Window, ich nade K, beziehungsweise wir wollen zusammen K naden. Es gehen wieder drei Leute Mitte. Ist das ein normaler B-Go für die? Wildcast down. Jawohl, man. One shot, I think. One is on spot. Das war mein Fehler. Ich hätte sofort nach dem Kill weiter auf den Spot gehen sollen, auch planten sollen. Oh, der geht auf A, okay. Nice. Ah, ja. Hä, ich habe einen Stern bekommen? Habe ich zwei Kills gemacht, die Runde? Ja, der eine spricht auch. Dunop, ja, Yuppie, Dunop. Habe ich gerade eben Ayu Drop gehört? Ayu. Jetzt glaube ich, ihr Game Guys, easy win. Sie tauen langsam auf, also es ist scheinbar eine ganz coole Truppe. Bro! Ich sag B. Er sagt, okay, wir gehen zu zweit auf B und dann droppt dieser eine B-Spieler auch noch die Bombe bei Mid. Was ist los? So toll die Mates auch immer sind, so nett und hin und her. Diese. Incoming. Diese Bombengeschichte ist merkwürdig. Ständig wird sie weggeschmissen. Also ich meine, gut für mich, klar, da kriege ich die ganzen Punkte, weil sonst keiner die Bombe legen will. Just wait. Nein, Gelb, nicht hingehen, bitte. Habe ich die Bombe jetzt für mich gelegt? Ja, ne? Molly hier mal zu. Niemand am Diffusen, alles klar. 5-0, was für ein krasser Start. Holla, die Waldfee. Ich wollte eigentlich am Anfang noch anmerken, dass ich ja jetzt ziemlich viele Wins hatte, beziehungsweise eine Winsträhne hatte und die möglicherweise irgendwann mal durchbrochen wird. Also außer im Stream, da haben wir jetzt ja einmal verkackt, aber ich meine jetzt hier bei meinen Solo-Queues habe ich jetzt ja schon keine Ahnung wie viele Wins am Stück und immer edle Teams. Ich dachte, vielleicht wird das irgendwann mal schwierig, aber im Moment sieht es zumindest noch sehr gut aus. Einer ist Underground, okay, ich versuche den zu nutzen. Underground ist down, I get a smoke shot. Habt ihr euch die Smoke angeguckt, Jungs und Mädels? Das ist die Ultra-Smoke. Ist eh clear? One is close, he's connector. Ah, Timing wieder, shit. Meine Schuld, das Timing habe ich ihm ja geschenkt, weil ich ein Molly ziehe oder was das war, in einem ungeklärten Bereich. Merkt euch das, macht das nie. Ladet auch nicht nach in einem ungeklärten Bereich. Ich gehe auf... Wow, Bro, Purple, oh Gott, beschützt deinen Arsch. Okay, one is CT, good op. Purple, Alter, ist das CT. Alter, der hat doch mehr Glück als Verstand, der Kerl. Er stand doch jetzt mindestens 3 Sekunden mit dem Rücken zu dem AWPler und es ist nichts passiert. Hat noch nicht mal versucht zu diffusen. Na okay, gut, der City-Mensch hatte eine AWP gehabt und sie haben schon die ganze Zeit verloren. Das heißt, die will er wahrscheinlich jetzt safen, weil sie eh nie genug Geld haben für irgendwas. Also von daher, ja. Dann gehen wir nochmal Richtung B, aber zuerst, muss ich hier unten gucken. Da ist nämlich vorhin einer langgeschlappt, wisst ihr ja. Ich merke jetzt übrigens so langsam, nach längerer Spielzeit, erst die 144 Hertz. Also irgendwie spüre ich es jetzt stärker wie beim ersten Einschalten. Ich dachte, das erste Mal haut es mich um. Jetzt macht es sich irgendwie mehr bemerkbarer. Macht das irgendwie Sinn? Nicht wirklich, ne? Weil man ja eigentlich bei dem Schnitt, bei diesem neuen Boom, schon alles krass findet und so. Aber jetzt, ja. One shot. Go A fast. He's window now. Nice. Regen Molly him. Molly is out. Oh, was für ein schöner Molly. Was für ein, der wäre da nicht durchgerannt, der Sack. Ja, vielleicht da an der Seite, aber naja. Ich wollte ihn auf Short nutzen, Mensch, ey. Wurde er einfach von A geklatscht. Also ich muss echt sagen, ich mache hier gerade nicht wirklich viel. Also eigenleistungstechnisch geht dann nicht viel ab, aber es reicht. One shot, he's stepping on B. Nein. Incoming. Oh mein Gott, habe ich gerade Kacke gespielt. Also wenn der jetzt noch alle drei klatscht und die Runde holt, dann lache ich wirklich laut. Das wäre einfach zu krass jetzt für die CTs. Diese Runde müssen sie haben. Also, vielleicht geht er noch auf einen gemütlichen Plant. Also, einer ist auf A mit einer Scout oder AWP und
Pimmel da halt rum. Er lässt sich echt Zeit. Gut, er will halt direkt auf den Plant gehen und hofft, dass hier dann nicht... Oh, viele sind. Krass, Limba hat keine Kohle, hä? Wir haben die ganzen Runden geholt und er hat kein Geld. Gut, er hat halt auch die meisten Tode mit dem anderen, also... Es stirbt halt auch jede Runde. Window guckt mich gleich an. Oh Gott, Leute, wie schmeißt ihr denn die Sachen? Aber ich muss jetzt eh durch, weil sonst kommt der von Apartments durch und lasst mich weg. One shot. Den hab ich nicht gesehen. I can smoke stairs if you want. Okay, wir smoken. Gehen dann los. Ich gucke, dass hier keiner rusht. Das ist immer das Ekligste, wenn man... Das ist immer das Ekligste, wenn man am Smoken ist. Alle stehen so parat und warten vielleicht auf eine gewisse Zeit. Und dann kommt jemand gerusht und hat die Leute um, die vorne stehen. Hey, looks good. Oh mein Gott, der hat uns alle genannt. Wie kann man nur so verfickt lucky sein? Wie ist denn der aus meinem Molly rausgekommen? Wie ist der nicht verreckt? Oder ist der auf der Leiter dann einfach hochgegangen? Wie hoch gehen die Flammen eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel da unten steht und gemollied wird? Wie weit muss man die Leiter nach oben gehen, dass man nicht mehr abbrennt, wenn man direkt unter sich das Feuer hat? Also das war ja wohl wirklich lächerlich, oder? Weil ich schon so weit vorne war, ich hätte ihn natzen können, aber ich habe mit niemandem gerechnet, weil ich da hingemollied habe. Wie geht denn sowas, bitte? Mal schauen. Nice. Shot. He got headshot. He's low HP in short. Na, schade. Egal. Let's try. Wir haben den Plant. Ich habe einen Assist. Läuft. Das war schnell mitgedacht von dem Kerl. Das ist ganz, ganz, ganz selten, dass in solchen Situationen direkt geplantet wird. Die meisten sind einfach so behindert und laufen dann rum und versuchen Kills zu machen und so weiter. Aber man merkt, die Runde ist praktisch vergeben. Es sind noch 5 CTs oder 4. Dann hat man ja schon mal einen riesen Vorteil, wenn man direkt plantet. Vor allem, wenn die Gegner nicht direkt close sind. Also wenn jetzt alle 4 Gegner da wären, dann kann man natürlich auch auf Kills gehen, um die Runde so zu holen. Aber ja, wie gesagt, wenn man eben diesen kleinen... Man muss diesen Zeitraum spüren, in dem man schnell planten kann. Und viele Leute haben dieses Timing gar nicht. Also man merkt es auch beim Diffusen, die diffusen und sie könnten es komplett durchdiffusen, das Teil, was ist mit ihm los, what the fuck? Und es kommt aber jemand nah auf sie zu. Und da kommt bei vielen dann dieser behinderte Gedanke, ich höre auf zu diffusen und schieße, obwohl die Zeit schon fast rum ist und sie kein Diffuse-Kit haben. Das heißt, wenn sie nicht weiter diffusen, haben sie verloren, egal ob sie den Kerl killen oder nicht, der auf sie zuläuft. Das heißt, man muss zwangsläufig weiter diffusen, das ist der einzige Weg, um gewinnen zu können. Ob man den Kill jetzt holt oder nicht, ist scheißegal und... Ja. 2-on-B. Nice. Kitchen One. Hopp, lauf, 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 lauf. Was macht ein Orange? Er geht jetzt einfach auf A, was... Naja, immerhin war B ja von den Mates wahrscheinlich gecallt. Das heißt, der auf T war, der letzte geht, dann höchstwahrscheinlich auch auf B. Das war schon ganz gut. Aber trotzdem. Komm her, du Lurch, du kleiner, verstunkener. Nice. He's down. Orb is down. Ach, another one Orb in Kitchen. Diese Pisspantoffeln. Und scheinbar... Let's try. 5-8 Jungs, jetzt müssen wir uns aber anstrengen. Hallo? Okay, let's go A fast. One on spot. One firebox. Nice, he's down. Maybe under. Keiner guckt under. Ich bin wieder geflasht. You can plant now. One stairs. Nice. Just wait. We got the bomb plant. Don't face him. I'm standing jungle. Solange sich. Nice. Und schön. Das ist echt kacke auf Mitte, da werden wir oft genudelt, seitdem die so viele IUPs spielen. Meistens steht eine im Window und eine in Connector, das ist halt echt hammermäßig. One B short. Oh, er wartet echt die ganze Zeit da und aimt da runter. Egal, 3 gegen 3, das können sie noch reißen irgendwie, komm. Er geht ins Window rein. Einer war B short, also ich würde echt aufpassen, dass ich da nicht umkack. Das ist ein recht guter Spot, wo er da sitzt, aber irgendwie... Oh, er hat ihn schon erwartet? Oh nein. Ha, das ist jetzt schwierig, ne? Oh oh. Jetzt kommen sie sogar schon mit Pump. Schade, diese Runde hätten wir ruhig noch holen können. Das war immerhin die letzte. Vielleicht reißt er hier noch was rein, wer weiß. Ich bin gespannt. Ich nehme das Spiel jetzt auf keinen Fall auf die lockere Schulter. Denn 9-6 ist wirklich kein wirklich großer Vorsprung, either way. Ich glaube, Orange geht mit mir mit. Sehr schön. Pass mal auf, wie wir jetzt hier einfach mal einen 5-fach-Kill machen. 3, 2, 1. Kackwurst! Du musst ausschmeißen, Orange! Hat er auch geschmissen? Ja, da unten steht's, aber wohin? Ne, Gelb hat geschmissen. Connector one, he saw me. Connector. One shot, one is coming, eh? Ach komm, hast du es nicht gehört, du Dummbatz? Der Jungle hat mich nicht gehört und wurde von hinten niedergemacht. One is Jungle, maybe he's gone kitchen. I'm gone city. Ah, okay. Er steht einfach da oben, was ein Lurch. Wir forcen im Sauseschritt. Ah. Nein, noch einer, oh Gott, nein! Es war klar, dass noch einer kommt, aber ich war nicht bereit. Ich wollte die AK aufheben. Warum bin ich so? Das hätte jetzt echt den Unterschied bringen können, ne? Mich mit der AK da oben, noch einen Kill gemacht. Dann wären es nur noch 2 gewesen. Aber so. Oh.
Der kommt los, der andere. Oh shit, Connector One. Sie wollen Mitte durchrushen. Ich hab ein bisschen Schiss, dass das gleich in einer AWP-Tragödie endet, aber. Let's try this shit, dude. Flashman. Alter, stirb doch, Mann! Wie viele verfickte Körpertreffer willst du noch? One is low HP, 6 HP left on mid. Diese Kackwurst hat noch 6 HP. Das ist doch nicht mehr normal. Jetzt müssen wir aber reinkloppen. Wir haben jetzt einfach schon aufgeholt, die Schweinepriester. So geht das natürlich nicht. Was mache ich jetzt eigentlich hier? We're gonna stay on A. Bomb in front of B. Nice. Er knifed ihn einfach, what the fuck. We're gonna rotate. A is down. One is on A, another one. He's jungle now. Maybe kitchen in a few seconds. Alter, wo rennen die rum? Der ihre Bombe ist down in Wurstsalat und sie rennen dann noch in Kackdorf rum. He's kitchen. Lauf, 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 lauf. Oh, sehr gut. Ich habe ihn schon angesagt, aber leider hat er ihn nicht verwandeln können, also den AWP-Schuss. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, wie er da rumliegt. Aji, aji, ich hab'n Drüpperino bekommen. Ich bin überhaupt nicht benommen. Ich hab AK, damit mache ich jetzt KK. Oh, 3, 2, 1. Blau, schmeiß! Blau, du musst schmeißen, die Nate. So, jetzt sind wir wieder in unserem rechtmäßigen Vorsprung. One is Palace, A Palace. Wir haben doch einen Mittelspieler, wir haben sogar zwei Mittelspieler. Der eine guckt von Short oder so. Warum kann mein A-Spieler jetzt nicht zu mir hingucken, über mich? Wenn sich einer droppen lässt und ich bin auf einmal weg, weil ich hier gucke. Kotze ich. Ich gehe einfach jetzt zurück, direkt zur Bombe hin, dann wird das passen. Sehr gut, nur noch zwei. Ich versuche direkt auf B drauf zu kommen, denn ich hasse es, B zu retaken von hier. And maybe he's rotating. I go A. Er braucht eh ewig, bis er da ist. I'm going CT to A. Okay. Wunderschöne Calls. Granactor! Granactor! Aber trotzdem nicht übermütig werden. Das war vorhin schon krass, wie wir da auf einmal verkackt haben. Aber man hat auch sofort gemerkt, dass die uns gelesen haben und dann eben dagegen gespielt haben, gegen unsere Larifari-Spiele, weil wir waren fast nie irgendwie zusammen dann irgendwo drauf so richtig. Wir haben rumgepimmelt. Connector. He's down. Drecksack, Alter. Wo ist denn der? Okay, nice, er hat ihn. Sehr schön. Jetzt sind wir auf einmal zu zweit auf A. Ich hoffe, der geht dann nur hier lang, dann. Oh. Purple, du solltest direkt in Ding reingehen, in auf Mitte. Palace is stepping. Palace and T-Stairs coming. They're out. Need help. On spot. Alter, mein Mate hab ich gekillt. What the fuck, man? Ich wollte gerade die Ultra des Killing Spree anstreben und dann kommt sowas. Na gut, ich war low, scheiß der Hund drauf. Lass mal das andere. Nice. No problem. Ah, ist das nicht schön? Sorry that I killed you. No problem, bruh. Wir beweihräuchern uns gegenseitig. Wir streicheln uns so ein bisschen den Bart. Ist in Ordnung. Wir sind Ziegen. Na gut, da kann ich ja wieder sagen, Leute. Trust Factor for the fucking win. Das ist einfach krass. Das ist einfach so krass. One is on A. He's on spot in a few seconds. He got my M4. Oh, mate. Das war echt schwach. Den hätte er ganz stark haben müssen. Also bevor er den seinen Kollegen killt. Meinen oder unseren Kollegen, meine ich natürlich. Er hat auch noch 100 HP, das ist gut. Der andere hat 1 HP und er hat auch 100. Alles klar. Natürlich wird es jetzt höchstwahrscheinlich B, da wo unser Low draufsteht. Ja. Es ist B. Natürlich holen sie ihn mit 1 HP, beziehungsweise es war generell nicht so gut, denjenigen da alleine stehen zu lassen. Und jetzt müssen sie B retaken. Direkt nach dem Plant geht's noch, aber jetzt, jede Sekunde, die verstreicht, macht die Situation schlimmer. Weil die T's ja jetzt überall hinlaufen können und sich verpimmeln können. Da heißt es natürlich dann gleichzeitig rangehen. Das machen sie ganz gut. Okay, schade. Nice try. Ah, shit. Er hat für uns alle gekauft hier, der Blaue. Sehr, sehr schön. Er sagt zwar fast nichts, aber er gibt Acht auf uns. Orange ist manchmal am Anfang für 5 oder 10 Sekunden AFK. Nice. Ich nehme den Orangen jetzt einfach als Indikator dafür, dass One saw me. He's on A. 2 on A. I flash A. I plant him. Nice. Nein, doch, nice, läuft. Hoppa. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Jetzt machen wir hier noch so eine knappe Sache draus, Echo. Aber ich habe auch wieder versagt. Ich hätte Minimum einen Kill machen müssen, aber eher 2. Ich dachte dann kurz, okay, ich versuche jetzt einfach den Plantenden zu killen, aber der andere hat zu krass aufgepasst. Ist echt hart, ist richtig hart jetzt so zum Ende hin. Ja, let's force, let's force. So, my friend, double nade. Flash on A, 2. Warum sind denn 3 auf Mitte? Jungs, bitte, was macht ihr? One is on Palace. Palace is coming. Willst du mich verarschen? He's low on A. Okay, jetzt müssen wir echt ultra loslegen. Der eine hat schon einen genutzt. Nice, play slow and defensive, guys. Ah, nein, der eine wurde geholt. I'm staying B short.
One is stepping a short. Sie werden aber nicht auf A gehen. One is window, attention yellow. No, it's clear. I got no defuse, Cover me, please. Ha! Alter, was für eine unerwartete Wende, was ist hier los? Nice, okay, play slow, guys, ne? Okay. One under. Ich gehe auf B, ich gehe sowas von auf B, hier sind ultra viele auf A. I'm going B. Sehr schön, sehr schön. Macht ihr hier ruhig weiter. Play slow, guys, don't play offensive. Let them come. One smoke on B. Ich stelle mich jetzt hier in den weißen Van. B. Nice, bomb down. Ja! Okay, komm, das Draw holen wir jetzt noch irgendwie. Das müssen wir uns echt noch reinziehen, weil sonst ist das kacke für meinen Rank Arena, Leute. Obwohl ich ja punktemäßig, obwohl, nee, ich stehe ja nicht mehr wirklich gut da. Oh. Jetzt haben wir so viele Leute auf A, ich gebe B. Oh, scheiße, schon auf A. Und das City. Oh Gott! Diese kleinen Kackboys. Fuck, ey. Naja. Ihr wisst ja, wie es ist. Ohne Regentage, keine Sonntage und so weiter. War aber trotzdem ein geiles Game. Ich hoffe, es war für euch schön spannend, vor allem jetzt mit diesem Twist am Ende. Und ja, das Team war natürlich wieder richtig geil. Aber die Gegner waren halt ein klein wenig stärker. Was soll man machen? Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.